herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und aufmerksame Zuschauer der Klemmbaustein-Lyrik haben in den letzten Jahren immer mal wieder was gesehen, was sich auf die Abkürzung GBC äußert, beziehungsweise was heißt Great Ball Contraptions. Und das ist nichts anderes als das winzige kleine Bälle, die wir jetzt hier schon sehen, dann ihren Weg bahnen über eine ewig lange Strecke. Das Ziel ist also, diesen Ball möglichst fantasievoll mit Hilfe von Lego-Equipment von A nach B zu transportieren. Und dafür gibt es immer so eine gewisse Fläche. Da dürfen die Baumeister dann eigene Fantasie entwickeln. Der Ball muss nur eben am Anfang an einer Stelle ankommen und am Ende wieder rauskommen. Und so, dass man also diese Module dann hintereinander schalten kann, sodass sich dann, wenn man das alles im Kreis macht, dann eine unendliche Anzahl, theoretisch zumindest, von derartigen Modulen ergeben könnte, die dann die Bälle immer wieder quasi perpetuum mobile mäßig, allerdings dann oftmals ja auch mit Power Functions bzw. Mindstorms oder ähnlichem Unterstützung durch den Parcours bringen. Und hier beobachten wir jetzt, ja, das war eigentlich meine Ursprungsidee, diesen orangenen Ball, den wir da jetzt sehen, mal komplett rundherum. Nur, es gab einige Stellen in dem Gesamtkonstrukt, ich sag ja, es sind ganz viele Module, die von ganz vielen unterschiedlichen Bauherren sind und Damen, die dann miteinander verbunden sind, wo es immer mal auch ein bisschen hakte. Also deswegen gab es auch Stellen, wo es dann sonst ewig teilweise gedauert hätte, bis vielleicht genau mein Ball dann den Weg weitergenommen hätte. Deswegen zum Beispiel an dieser Stelle, ja, da unten hakt es jetzt, der dauert ein bisschen, bis er dann hochgedrückt wird. Also nehmen wir uns jetzt mal einen Orangenen von oben. Das ist, glaube ich, für die Zuschauer jetzt auch völlig okay. Und wir verfolgen aber in der Regel immer irgendwie orangene Bälle. So wie den eben jetzt hier. Und an einer Stelle werden wir sehen, da ist auch mal eine ganz kurze Unterbrechung. Da war ein Modul gerade in dem Moment, als ich gefilmt habe, ausgefallen. Ja, deswegen, da waren immer in der Mitte, sah man vorhin ja auch, eine ganze Menge Leute, die dann damit beschäftigt waren, die Dinger ein bisschen am Laufen zu behalten. Weil, ja, dieses kleine Fitzelkram, dann diese kleinen Bälle, die können auch mal plötzlich ein Eigenleben produzieren. Und dann muss man da eben mal kurz eingreifen. Aber im Grunde aller Sachen läuft es erstaunlich rund. Und wir entdecken schon, es gibt wirklich sehr verschiedene Ideen, wie man so einen Ball denn eben von Modul zu Modul transportieren kann. Man kann es schubsen, man kann schieben, man kann es greifen, man kann es picken und so weiter und so fort. Und jetzt will ich auch langsam meine Schnauze halten, weil eigentlich will man ja wahrscheinlich hier nur zuschauen und jetzt hier fußballmäßig zu kommentieren, da kommt da jetzt der Orangene, ob er es wieder weiter schafft, das spare ich jetzt mir mal. Deswegen gibt es ab jetzt von dieser Stelle hier Musik. Viel Spaß noch mit den letzten 10 Minuten. Great Ball Contraptions. Jo, und tschüss.